Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Klagenfurt nach Berlin. Links neben mir steht der Marco Warstetter und wir beide begeben uns auf die Reise von Klagenfurt nach Berlin in verschiedenen Städten und suchen dich. Wir suchen Schlager- und Volksmusik begeisterte Leute, die dann für uns das ein oder andere Ständchen singen werden auf den Straßen. Und mein guter, alter, lieber Freund Marco Warstetter begleitet dann die Leute mit seiner steirischen Harmonika. Lieber Marco, freust du dich schon auf diese neue Aufgabe? Ja, Hansi, also ich freue mich riesig. Ich bin heute extra aus Innsbruck angereist und bin schon sehr gespannt, wie viele Leute mir da heute auf der Straße treffen, die was da was singen. Ja, also du wirst ja nicht nur von Innsbruck anreisen, sondern wir fahren ja in was, wo ich wie viele Städte, werden wir dort sein und werden, ich hoffe, einen Haufen fesche Dirndl singen, die was dann für uns singen. Und ja, also wir fangen jetzt an und ich wünsche Ihnen ganz, ganz gute Unterhaltung mit unserer neuen Sendung von Klagenfurt nach Berlin mit seiner Harmonika. Viel Spaß. Hallo, grüß euch. Was macht ihr schon um die Uhrzeit da am Wörthersee? Ja, das wissen wir nicht genau. Also, ein bisschen Raucher, ja. Und ihr seid hier beieinander? Nein. Ja, deswegen sitzen wir alle. Also ist Folgendes, ihr könnt was gewinnen. Ja, ihr könnt ein Wellness-Wochenende gewinnen, aber ihr müsst was machen dafür. Wie heißt denn du eigentlich? Nein, ich bin der Matthias. Der Matthias und du? Maria. Also, Maria und Matthias, also wenn ihr jetzt das Lied zusammen singt, ich singe ein Lied für dich, dann habt ihr echt die Chance auf ein Wellness-Wochenende zusammen. Aber wir können auch getrennte Bitten organisieren. Wie war das was? Boah, bist du dabei? Jawohl, geht schon. Sind wir die Ersten, die das machen? Oder? Wir haben heute, ihr seid die Ersten in der Sendung. Also ihr seid praktisch legendär dann. Ich sing ein Lied für dich und dann fragst du mich. Magst mit mir tanzen gehen? Ich glaub, ich steh auf dich. Ich sing ein Lied für dich und dann fragst du mich. Gerne sehen. Ey, ich kann die Sterne ansehen. Also, ich will mit dir tanzen gehen. Was? Applaus! Also ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr mitgemacht habt. Maria, dankeschön. Wir melden uns bei euch, solltet ihr gewinnen. Und dann sehen wir uns dann irgendwann mal wieder. Also nochmal vielen Dank. Nach dem ersten Hallo hast mich gehabt sowieso. Ein Engel und ein Teufel, das ich. Volksmusik kennst du? Kein Volksmusik. Ah. Alles gut. Wir kommen von einem Volksmusiksender, ja? Und wir suchen Leute, die Schlager und Volksmusik genauso lieben wie wir beide. Und jetzt, ihr könnt etwas gewinnen. Nämlich, ihr könnt ein Wochenende, ein Wellness-Wochenende gewinnen, aber ihr müsst etwas dafür tun, nämlich singen im Duett. Aber in Deutsch. Wenn sie auf Italienisch singen, ist ganz egal. Also Hauptsache, sie singen. Also, liebe Volkstv-Zuschauer, wir haben unser erstes Liebesduett auf Volkstv in unserer neuen Sendung. Italienische Liebe. Und sie singen jetzt zusammen. Was singt ihr? Felicità. Felicità von Christina und Andrea. Gute Unterhaltung. Felicità. E tenerti per mano, andare lontano, la felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Solo momento che sa di felicità. Felicità, un bicchiere di vino ed un panino, la felicità. Applaus, oder? Applaus! Bravo! Hallo, grüß euch, servus. Habt ihr ganz kurz Zeit für uns? Nicht? Ihr seid... Ah, okay, kein Problem. Hallo, grüß euch. Habt ihr kurz Zeit für uns? Also, was macht ihr da? Wir machen einen Spazierfahrt. Kommt ihr aus Kärnten oder wo kommt ihr? Meine Eltern sind in Klagenfurt. Jetzt sind wir gerade von den Eltern hergefahren, mit dem Rad. Ach so. In der Hoffnung, dass die Kleine einschlaft. Schaut mal, schlaft. So eine Liebe, ja, Wahnsinn. Super, vor allem wenn sie schlafen. Wirklich lieb, wenn sie schlafen. Ja, nein, schon wir sind nämlich von Volkstv. Also hört ihr Volksmusik und Schlager? Ja, gezwungenermaßen, ja. Mein Papa hört sehr viel, also ich bin damit aufgewachsen. Hören Sie Schlager? Ja, kaum, ehrlich gesagt. Ja. Also wenn ich jetzt sage, so, sagen Sie mir jetzt zwei Schlagertitel oder Volksmusiktitel, was darf denn da gleich einfallen? Ja, Herzilein. Herzilein? Ja. Sehr alt. Ja, alt, aber gut, ja? Das ist ein alter Schinken. Ja, alt, aber gut, ja, gell? Ja.
Liebe Volks-TV-Zuseher, wir haben jetzt ein Duett, schon wieder ein Duett, Wahnsinn, hey. Also wir haben jetzt praktisch einmal die Doris und einmal den Heimo und die singen jetzt von dem Wildecker Herzbuben, Herzelein, du musst nicht traurig sein. Herzelein, du brauchst nicht traurig sein, ich weiß, du bist nicht gern allein. Und schuld war doch nur der Wein. Und du sagst sicher, Spatzilein, ich werd dir noch einmal verzeihen. Ich weiß, du bist nicht gern allein, so kann nur ein Engel sein. Bravo! Ah, oh, Doris, das war Weltklasse. Ja, danke. Heimo, klasse. Super, das war die, die Olivia hat auch mitgefeiert, das habe ich gesehen. Die hat mitgesungen, wer sie munter gewesen. Ja, aber die ist wirklich brav, so brav war ich nicht. Super, na, sie schlaft ja. Jetzt von der Mama rum. Warte, bis auf. Also, liebe Doris, lieber Heimo, vielen Dank fürs Mitmachen. Und wir melden uns bei euch, wenn ihr, wenn ihr das Wellness macht. Ja. Ja, also braucht sicher Handynummer alles, weil wir gewinnen ziemlich sicher mit dem Auftritt. Also, wir hoffen, gell? Ja. Ja, sicher, Meister. Ja. Holt es am Vorgesetzten, aber. Ist der Oman? Ja, dann besuchen wir gleich. Gehen wir gleich auf, oder? Servus, wir sind von der Bau, wir sind von der Bauaufsicht. Ja, genau, ja. Wir müssen mal den Baustelle kontrollieren. Bist du da, bist du da der Chef? Ja, der Chef nicht, der Betriebsaufsicht, ja. Ah, Betriebsaufsicht, okay. Wir sind nicht von der Bauaufsicht, ja, sondern wir sind von Volks-TV. Ja. Und wir suchen musikalische Sänger, die was Volksmusik und Schlager mingen. Und die haben mir schon erzählt, aneinander, dass du ein Musikant bist, stimmt das? Ja, ich spiele ein bisschen Posaune, ja. Okay, und was darf dir jetzt auf Anhieb für Lieder einfallen, was du jetzt für uns singen kannst? Gut ist der Rose vom Wörthersee. Ja, das passt super. Ja. Also wir sind ja am Wörthersee und dann singen wir, du bist die Rose vom Wörthersee. Okay. Also Gernot, also liebe Volks-TV-Zuseher, unser Gernot ist gerade überrascht worden von der Bauaufsicht, hätte er gemeint. Aber nein, wir sind von Volks-TV und er singt jetzt die Rose vom Wörthersee. Du bist die Rose vom Wörthersee. Du bist die Rose vom Wörthersee. Also gute Unterhaltung mit unserem Kapo Gernot. Okay. Du bist die Rose vom Wörthersee. Holi, 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 holiday. Holi, holi, holiday. Jo, weiter war's jetzt auch nicht. Okay. Bravo, ey, Mann, der Klasse einmal. Hallo, grüß Gott, grüß Anna. Grüß Gott, der Pfarrer. Hallo, grüß Gott, grüß Anna. Hallo, kommt ihr gerade aus der Kirche? Ja, genau. Ah, schon wieder, Herr Pfarrer. Ah, grüß Gott, Herr Pfarrer. Herr Pfarrer, was hören denn Sie für Musik? Jede, die qualitätvoll ist. Von Jochen Choral bis hin zur Moderne, also quer durch. Und was sind Sie, Herr Diakon? Ja, am liebsten Volksmusik. Sie haben am liebsten Volksmusik? Ja, also, sind wir genau richtig? Ich habe selber gespielt, ein Quintett. Ah, wo haben Sie gespielt? Ja, Tschepperschluch Quintett. Ah, hab ich schon mal was gehört. Und also, es war jetzt wirklich der Wahnsinn. Also, ich habe einen Marco dabei, Marco Warstetter. Das ist ein hervorragender Harmonikaspieler. Und das war natürlich der Wahnsinn, wenn jetzt ein Diakon und ein Pfarrer für uns ein Lied zusammen singen hat. Und ihr könnt sogar was gewinnen. Nämlich, ihr könnt ein Wellness-Wochenende bei mir daheim im Robertihof in Bayern könnt's dann gewinnen, wenn ihr gut singt. Misse Mammo Radi, 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 Radi. Misse Mammo Radi, 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 Radi. Misse Mammo Radi, 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 Radi. Misse Mammo Radi, Radi, Prozess. Super. Gewaltig, Männer, Herr Diakon, vielen Dank. Herr Pfarrer, herzlichen Dank. Haben mich sehr gefreut. Ihr wart bis jetzt echt die Besten. Nämlich, servus. Okay. Entschuldigen Sie, grüß Gott, haben Sie ganz kurz Zeit für uns? Meine Herren, ihr habt so gleich Zeit für uns. Eigentlich Servus, grüß euch. Ja, das gehört zur Arbeit dazu. Was hat Sie hier, was hat Sie hier genau, wenn ich frage? Ja? Seminaristen sind wir. Seminaristen, ihr werdet praktisch Pfarrer, genau, oder wie? Ja. Und ja. Sie sind wer? Der Luca. Der Luca und Sie? Der Robert. Der Robert. Als Pfarrer ist ja, glaube ich, singen, ich werde ja oft in der Kirche, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, weil ich gehe nicht mehr so oft in die Kirche, leider, weil ich immer so viel zum Tor habe. Ja, ich habe immer so viel zum Tor, deswegen habe ich keine Zeit. Sonntags? Sonntags muss ich immer arbeiten. Ah, das ist aber blöd. Aber Samstag auf Nacht gibt es Vorabend Messe, also. Da muss ich auch arbeiten. Was hältst du von Schlager und Volksmusik? Ja, also meine Musikrichtung ist ein bisschen andere, aber
Was hört so ein Pfarrer, so ein zukünftiger Pfarrer, was hört der heutzutage? Also alles quer durch die Bank, ja. Außer Volksmusik nicht so gern. Also so Metallica und oder was ist da genauso dabei? Ja, das auch, aber ich habe auch gern Klassik gern, ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren von Volks-TV, wir haben hier die Zukunft der katholischen Kirche, die heute für uns singen und die Herr der weißen Schafe. Genau, also gute Unterhaltung, viel Spaß mit Luca und Robert. Viel Spaß. Eine Herde weißer Schafe ist mein Königreich und die Hütte auf dem Felsen mein Palast. Und das Edelweiß am Felsen ist mein Diamant. Ich träum von jetzt auf dir, mein geliebtes Land. Super! Eine Herde weiße Schafe ist mein König. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer von Volks-TV, wir haben da einen Herrn da, der was an Erwin Aschenwald von den Meierhofen erkennt, der die Weihe beim Musi Open Air im Bad Kleinkirchheim macht. Und er singt jetzt vom Erwin Aschenwald einer seiner bekanntesten Lieder. Nämlich, ja, da fahren wir heute nach Dubai. Dann packen wir so, auf geht's. Jawohl, auf geht's. Ja, da fahren wir heute nach Dubai und da spielen wir für die Scheich. Die ganzen Opa mit durch das Österreich. Ja, da fahren wir heute nach Dubai. Und du spielst für die Scheiße. Jetzt sag Applaus. Hier ist jetzt gewaltig. Ich sage euch herzlichen Dank. Das ist nicht der Lust. Grüß Gott, grüß einer. Jetzt sind Sie gleich da. Entschuldigen, sind Sie auch von der Kirche? Oder kommen Sie auch gerade aus der Kirche? Ich freue mich, bin ich. Pfarrer. Sie sind Pfarrer? Ja. Die Heide ist ja Wahnsinn. Also jetzt lief die Heide, wenn ich mir überlege. Schwarze Invasion. Also, ja, genau. Jetzt, Herr Pfarrer, hätten Sie jetzt erlebt für uns, was Sie zum Besten geben könnten? Ich? Achso. Haben Sie da noch zwei Kollegen? Ja. Grüß Gott, grüß einer. Grüß Gott, meine Herren. Wir brauchen Sie ganz kurz einen Chor, einen katholischen Landjugendchor brauchen wir ganz kurz. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben Premiere, wir haben nämlich drei Pfarrer da, die für uns jetzt ein Lied singen. Ein wunderschönes Lied. Der Pfarrer hat gesagt. Gute Unterhaltung. Der Pfarrer hat gesagt und hat dabei gelobt. Unser Herrgott hat zum Glück die Erkantner hat gemacht. Unser Herrgott hat zum Glück die Erkantner hat gemacht. Hallo, grüß Ihnen. Wie geht's Ihnen denn? Ja, bestens. Junge Dame, alles klar? Ja. Die junge Dame ist gerade erst aus Südafrika zurückgekommen, daher geht's ja sehr. Kennen Sie irgendein Lied, was Sie jetzt singen könnten für uns? Ich werde sicher nicht singen, weil ich will. Frau Burger, Frau Burger, für mich ein Lied. Frau Burger, damit schön alles Gute. Aber ich hätte bisher gefallen, wenn Sie gesungen hätten für mich. Das kann ich mir vorstellen. Und für unsere Zuschauer. Weil Sie können das ja dann herausschneiden, aber ich will nicht den Vormittag verlieren. Wiedersehen. Danke, wiederschauen. Liebe Zuschauer, wir haben jetzt bei uns Mario und Christoph. Mario und Christoph, immer so in eure Gesichter schaut oder auch unsere Zuschauer. Man denkt gleich in erster Linie ans alten Trio Tirol. Wie lange steht es jetzt schon auf der Bühne? Ja, mal servus Jungs, gell? Schön, habe ich die Ehre. Schön, dass wir uns da treffen. Wir stehen schon, ja, ich stehe jetzt schon 35 Jahre auf der Bühne und der Christoph. Ja, auch schon 30. Ja, aber. Wer ist der Ältere von euch beiden? Ich bin älter. Und die Zahl sagen wir jetzt nicht, oder? Sieht man das nicht. 27 Jahre Alpentrio Tirol und davor habe ich Mario Sextett. Da haben wir auch lang musiziert mit meinem Bruder und war eine lässige Zeit. Wenn man so zurückdenkt, Alpentrio Tirol war ja eine der erfolgreichsten Gruppen im volkstümlichen Schlagerbereich und Grand Prix der Volksmusik gewonnen und. Und irgendwann ist dann die Trennung gekommen. Wie ist es damals zustande gekommen, dass das Alpentrio Tirol jetzt nicht mehr existiert? Ja, erstens einmal, die Zeit war Wahnsinn. Der erste Hit war schon 86 mit dem depperten Buben. Dann hast du ein bisschen Zeit. Droben auf dem Berg steht der Kirchhal Engel vom Marienhof. Also wirklich schöne Geschichten drinnen. Und die Kollegen sind einfach in Pension gegangen. Und Mario und Christoph, wir sind übrig geblieben. Wir haben noch ein bisschen.
Und ihr habt ja auch jetzt als Mario und Christoph euren Sound da ein bisschen verändert, also schon ein bisschen mehr schlagermäßig, oder? Ja, ich war ja schon, wie ich zum Alpentrio gekommen bin, hat mich der Schlager, muss ich ganz ehrlich sagen, schon mehr interessiert. Und deswegen sind ja die Geschichten entstanden, hast ein bisschen Zeit für mich. Und dann, wenn wir dann zu zweit waren, haben wir gesagt, wir machen jetzt richtig Schlager. Und natürlich machen wir auch, wenn wir live spielen, noch ein paar volkstümliche Geschichten, so ist das nicht da. Aber wir machen jetzt eigentlich deutschen Schlager. Ja, es ist sehr, ich kenne euch jetzt auch schon ein bisschen länger und ihr kennt es mir schon, da wo ich noch ganz kleiner Bub war, mir hat es immer fasziniert, wenn ihr auf der Bühne gestanden seid, oder mir fällt eine Geschichte ein, damals bei der Hochzeit von Papa und von der Eva Maria, wie ihr gekommen seid und das Ave Maria gesungen habt. Es war einfach so schön und man, an sowas erinnert man sich immer. Und ich glaube, es gibt so viele Leute, die sich an euch immer erinnern werden und in Zukunft auch noch viel von euch hören werden. Und du, es war eine tolle Zeit bei deinem Papa draußen, beim singenden Wirt. Da haben wir gespielt, die Wochen zweimal oft. Und es war wirklich eine Spitzenzeit draußen. Ja, ja, schön, wenn man wieder zurückblicken kann. Genau, da warst du noch ganz klein, Christoph. Ja, ja. 6 Jahre warst du da. Ja, so. Ja, ich glaube, perfekt. Ja, Mario, ihr habt ja jetzt zu Pfingsten wieder ein unglaublich tolles Event, das Bergkristall-Zauberfest. Wie viel ist denn das heuer? Das ist jetzt das 5. Und wir freuen uns schon riesig drauf. Da kommen die ganzen Fans von überall her. Amerika, Kanada, Schweden, wo kommen sie überall her? Schweiz, Deutschland, Österreich. Ich will ja keinen vergessen, aber wirklich, da kommen Russland, alle. Ja. Russland haben wir noch niemanden, oder? Haben wir Russland? Ja, vielleicht. Und wie viele Gäste habt ihr das ganze Wochenende? Das ganze Wochenende werden wir so haben. 4.000, 5.000 Gäste werden da oben sein in Seefeld. Und es, wie gesagt, wir haben tolle Künstler eingeladen. Wen zum Beispiel? Die Baldauer sind dabei von der Steiermark und Olaf von den Flippers. Da haben wir ja viele Songs geschrieben für denen. Und viele Kollegen von der Branche, die laden wir halt immer ein zu unserem Bergkristall-Festival in Seefeld. Und schreiben tust du generell relativ viel, gell? Du hast ja, glaube ich, auch für die Haderlumpen einen Siegertitel geschrieben vom Grand Prix. Wie viele Titel hast du schon geschrieben ungefähr? Christoph, wie viel haben wir denn jetzt gemacht? Ja, bei den 600 Titeln haben wir jetzt gemeinsam gemacht, der Mario und ich. Wahnsinn. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, für den Grand Prix-Siegertitel für den Siegertum Arena und für die Zillertaler Haderlumpen. Und auch, das war 2007, 2010, den Siegertitel für Belsi und Florian Fesel. Ich hab die gern. War der letzte Grand Prix, apropos. Und wenn man so viele Titel schreibt, woher nimmt man jetzt da die Ideen zum Komponieren? Wie voll denkt das ein? Die Ideen kommen immer und überall. Da kann man nicht sagen, man geht jetzt runter und schreibt was, sondern irgendwann kommt irgendwo eine Idee und die haltet man irgendwo fest und dann trifft man sich im Studio und dann arbeitet man das gemeinsam aus und dann sieht man, ob es gut ist oder ob es im Papierkorb landet. Es kommt auch vor, dass es alles im Papierkorb landet. Ja, ja. Ihr habt ja schon unzählige CDs, habe ich gesehen, die ja Gold- und Platin-Status erreicht habt. Und heuer im Herbst kommt ein neues Album raus von Enk. Wisst ihr da dazu schon mehr? Ja, wir wissen natürlich mehr, aber viele Titel sind noch im Kopf. Wir sind gerade im Studio beim Arbeiten. Die Single haben wir jetzt fertig. Wie heißt die, wenn man fragen darf? Lieb mich ab heute für immer. Genau, Lieb mich ab heute für immer und da werden wir dann das Video drehen. Mhm. Heute ist ja alles so kurzlebig, wie haben wir davor schon geredet. Man soll ja ein Disco-Mix machen, ein Radio-Mix, ein Fox-Mix. Man soll sofort ein Video drehen und nach 14 Tagen ist alles wieder vergessen. Schaut, das war früher irgendwie lässiger. Wir haben viele Fernsehauftritte gehabt und das war langlebiger, sagen wir so. Ihr habt ja eigentlich alles schon erreicht, was man erreichen kann als Musiker. Hat man da noch Ziele für die Zukunft? Natürlich, wir haben große Ziele. Wir möchten weiter schreiben. Gesund bleiben ist schon mal das Wichtigste, dass das alles funktioniert. Und wir haben ein Tonstudio, wo wir produzieren. Und da haben wir immer mit tollen Musikern zu tun und Künstlern. Und ja, schauen, einen Welthit willst du mal schreiben, gell? Hast du vor Jahren gesagt. Aber ich glaube, in Depperten Burm, da habt ihr eigentlich, weil es gibt ja Depperten Burm, der werde immer überall, ich glaube, wie oft wird der schon gecovert worden sein? Der ist bei den 180 Mal gecovert worden. Schallplatten oder Tonträger erschienen ja von verschiedenen. Ich glaube, jeder Leinunterhalter, wie man so hört, wie man wo hier geht, der Depper, die Bur ist eigentlich in jedem Repertoire zum Singen. Und die sind Evergreen, ja. Kann man ja schon sagen, im Deutschsprachigen ein riesengroßer Hit. Was bin ich mal, ihr seid so lange beieinander und ich glaube, bei euch ist ja eine riesengroße Freundschaft da in die Jahre entstanden. Wenn man so lange beieinander ist, gibt es ja, wie auch in einer Ehe, Höhen und Tiefen. Hat es das bei euch auch gegeben oder nur Höhen?
Oder waren die Tiefen auch mal in einer Freundschaft dabei, wo es einmal, oder hat es das bei euch nie gegeben, sowas? Es gibt immer wieder was, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Ich glaube, das Wichtige ist, wie man damit umgeht und dass man das nicht zu eng sieht und dass man einfach dann wieder positiv an die Arbeit geht und gemeinsam an den gleichen Strang zieht. Aber das ist bei uns eigentlich immer so gewesen, also ich kann mich so nicht erinnern. Ich meine, sicher, in anderen gefällt der Titel, in anderen gefällt der Titel nicht. Wie es halt oft ist. Wie es halt oft ist, ja, aber nie was Größeres. Aber was ich auch cool finde, ihr habt einen Nachwuchskünstler auch sehr fördern. Zum Beispiel der Marco, der Koniker Marco, der was auch beim Stefan Bemmer wieder sonntags war, der was wirklich tolle Titel hat, wird sie auch produzieren. Wenn ihr euch zurzeit die Medienlandschaft anschaut, es gibt keinen Musikantenstadel mehr, es gibt sehr, sehr wenige Plattformen. Was denkt ihr darüber, dass man auf einmal, wo es früher so viele Sendungen gegeben hat, von Marianne und Michael angefangen und so weiter, genau, dass es nicht mehr gibt? Also ganz wichtig war der Grand Prix der Volksmusik, der hat viele Stars aus der Taufe gehoben, kann man sagen. War natürlich auch für die Komponisten sehr gut, weil du bist wieder gefordert worden, jedes Jahr was Neues zu schreiben, zu erfinden. Jetzt ist das alles ein bisschen tot, in die Sendungen sind immer nur die gleichen Gäste eingeladen, leider. Und für junge Leute, die haben es jetzt ganz, ganz, ganz schwierig. Das ist eigentlich total schade, weil es gibt so gute Leute. Genau, wir haben super Leute, nicht nur in Tirol, sondern in Österreich, Deutschland und überall. Und die bleiben alle irgendwie ein bisschen auf der Strecke. Das Einzige, was noch funktioniert, ist live, dass man sich live einen Namen macht. Und das ganze, die ganze Medienlandschaft hat sich nicht so zum Guten geändert. Weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, als Beispiel, vor 10 Jahren war ja diese Schlager-Volksmusikbranche bei den jungen Leuten eigentlich sehr out. Ja. Und mittlerweile Andreas Cavalier und auch sehr viele Volksmusikgruppen sind ja wieder bei den jungen Leuten auch angesagt. Und es wird wieder unsere Musik gehört. Deswegen ist für mich zum Beispiel das Ganze nur unerklärlicher, dass man dann diese Sendungen absagt. Genau, und der Cavalier stammt ja auch noch von der Zeit von Grand Prix der Volksmusik. Ja. Das sind also die letzten Aktionen, wo noch schöne, gute Sachen passiert sind, gute Künstler gekommen sind. Leider ist wirklich schade. Ja, ist wirklich schade, ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach weitermacht. Natürlich. Und die Musik, und ich glaube, es wird unsere Musik, unsere Schlager, Volksmusik, werden die Leute immer mehr. Und es wird immer braucht, glaube ich. Oder? Nein, man sieht es ja live. Wenn wir unser Fest machen in Seefeld, da kommen die Leute von überall her und sie lieben das, mit den Künstlern zu reden, und wir sind da für sie da. Da gehen wir mit ihnen wandern. Letztes Jahr waren wir mit 1600 Leuten auf der Rosshütte droben. Man, das lieben sie. Also das kriegen wir nicht von irgendwo her. Ja. Also ich möchte ganz recht herzlichen Dank sagen. Es sind zwei sicher die Persönlichkeiten, die was schon alles erreicht haben, was es gibt, dass wir halt mit euch reden dürfen. Auch noch in unserer ersten Sendung. Wir sagen, ich hoffe, dass wir nicht viel Schmarrn geredet haben. Na gut, wir wünschen euch alles Gute für die Sendungen. Macht's weiter so. Dankeschön. Ja, und wir können auch noch Danke sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu plaudern ein bisschen. Ja, das haben wir ganz, ganz gerne. Ja, wir auch, ja. Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch einen Titel von euch, ein Video. Was ist euer aktuellste Single der Zeit, was wir jetzt spielen könnten für unsere Zuschauer? Dance Baby Dance. Genau. Ja, ist momentan noch die aktuelle Single. Jawohl. Die werden wir jetzt auch spielen. Okay. Liebe Zuschauer, wir möchten ganz recht herzlich Danke sagen, ich und der Marco, dass Sie eingeschaltet haben. Nächste Woche sind wir wieder dabei, wenn es heißt, von Klagenfurt nach Berlin. Und jetzt haben wir noch ein Video von Ihnen, von den zwei Herren, die was da neben uns sitzen. Sagt sie sehr wohl. Genau. Unser Video heißt Tanz, Baby, Tanz, keine tanzt wie du. Das war der erste Teil der neuen Sendung von Klagenfurt nach Berlin. Da aber Hansi und Marco so viele Talente in Klagenfurt gefunden haben, erwartet Sie nächste Woche ein weiterer Teil aus Klagenfurt. Also, seien Sie gespannt!